Und in Berlin protestieren fast täglich Menschen gegen den Rechtsextremismus und die AfD. Bei einer Demonstration vor dem Roten Rathaus skandierten die Teilnehmer unter anderem: Ganz Berlin hasst die AfD und es gibt kein Recht auf eine Nazi-Propaganda. Auf Spruchbändern und Plakaten wurde außerdem ein Verbot der AfD gefordert. Die Demonstration, zu der die Initiative Widerstand gegen Rassismus aufgerufen hatte, war bereits die zweite derartige Kundgebung innerhalb von wenigen Tagen. Und bei uns im Studio begrüßen wir unseren Weltkolumnisten Henrik L. Broder. Guten Abend, Herr Broder. Guten Schön, Abend. Dass Sie zu uns gekommen sind. Ja, die AfD ist ein Riesenthema. Jetzt auch dieses Treffen von Rechtsextremisten mit AfD-Politikern, mit Politikern der Werteunion in Potsdam erhitzt weiter die Gemüter. SPD-Co-Chef Klingbeil, der sagt jetzt, Deutschland muss Gesicht zeigen. Und zwar jeder Einzelne. Jeder Aber Einzelne. Hat er damit recht, dass Deutschland wirklich Gesicht zeigen muss? Jeder Bürger, jeder Einzelne. Nun ja, es ist nicht das erste Mal in der deutschen Geschichte, dass die Regierung dem Volke sagt, was das Volk tun soll. Klingbeil ist nie Regierung, aber er ist Regierungspartei. Und die ganze Firma, die das Ganze organisiert hat, Korrektiv, hängt ja auch am Staatsgeld. Also wir haben es mit einem Staatsapparat zu tun, der offenbar das Ganze sehr sorgfältig vorbereitet hat, was ich ja gar nicht so schlimm finde. Auch der Staat muss planen. Aber gestern oder vorgestern gab es ein Theaterstück im Berliner Ensemble. Und das finde ich schon erstaunlich, dass die innerhalb von 3 Tagen ein Theaterstück hinbekommen haben. Das ist die Zeit, die ich für so einen kleinen Text brauche. Aber was Klingbeil gesagt hat, war doch ganz interessant. Jeder Einzelne muss die AfD konfrontieren und muss Gesicht zeigen, aber nicht nur, muss sie kritisieren und verwickeln. Und wissen Sie, genau das habe ich heute versucht. Ich habe mir heute für einen To-Do-Zettel gemacht. Und da steht Aldi, Edeka, Apotheke, Reinigung und AfD kritisieren. Steht drauf, auf meinem To-Do-Zettel. Dann bin ich raus von zu Hause, aus meinem großartigen Penthouse, bin zum nächsten Edeka-Laden, habe mich da hingestellt, mich umgeguckt und ganz laut gerufen, ist denn hier keiner von der AfD, den ich verwickeln könnte? Und solchen was sagen, es hat sich keiner gemeldet. Also ich habe meinen guten Willen gezeigt. Vielleicht kann sich Klingbeil überlegen, haben Sie ihn denn gesehen, dass er sich tatsächlich dagegen ausgibt? Nein, da gibt es viele Supermärkte in Berlin. Ich glaube, er kauft im Biomarkt, nicht hingegen nur beim regulären Edeka. Aber im Ernst, was wir erleben, ist, dass die Regierung das Volk mobilisiert. Normalerweise macht das Volk der Regierung die Beine. In dem Fall ruft die Regierung zur Demonstration auf. Der Kanzler und die Außenministerin waren in Potsdam bei einer Demo, die sie angeführt haben. Und ich habe mir da kurz überlegt, mal nachdenken. Wer hat in den letzten 2 Jahren regiert, in denen sich AfD verdoppeln könnte, nicht? Und die protestieren jetzt gegen die Zustände, die sie selber hergestellt haben. Also als normaler Bürger, der alle 4 Jahre wählen geht, finde ich das so etwas frivol, was die Regierung da macht. Aber natürlich kann man gegen Rechtsradikale protestieren. Nur glaube ich nicht, dass die Wehrmacht vor der Tür steht. Und ich glaube auch nicht, dass das Dritte Reich kurz vor der Wiederkehr steht. Als ich nach Berlin kam, vor vielen Jahren, kurz nach dem Fall der Mauer, da waren hier auf vielen Mauern große Graffiti gesprüht, kein Viertes Reich. Und schon damals habe ich den Verdacht gehabt, es ist mehr die Sehnsucht danach als die Angst davor. Also die Alternative wäre ja, die AfD politisch zu bekämpfen, inhaltlich Punkte zu setzen. Sehen Sie das bei der Politik, sowohl das bei ist der normal, Regierung? Ja, natürlich, das ist normales politisches Geschehen. Ich höre nur, dass man Brandmauern hochziehen soll, dass man sie bekämpfen muss. Ja, dann macht's doch, dann ist doch vollkommen okay. Aber wissen Sie, eine Partei zu verbieten, ich meine, wenn das so junge Leute fordern, die wahrscheinlich im 24. Semester ihres Politikstudiums stecken, dann kann ich das noch verstehen. Aber auch jüngere Leute müssen wissen, dass Verbote in Demokratien mühsame Vorgänge sind, aus guten Gründen. Denn wenn wir heute die verbieten, können die morgen uns verbieten. Also es muss eine andere Basis haben. Aber was soll man machen, wenn man sie verboten hat? Was dann? In Mecklenburg, nein, nicht in Mecklenburg, in Sachsen, in Thüringen, Sachsen-Anhalt liegt die AfD inzwischen bei etwa 25-30%. In Brandenburg auch, da wird dieses Jahr auch gewählt. Brandenburg auch, ja. Thüringen noch höher. Ja. Also praktisch, wenn Sie so wollen, der Osten ist verseucht, nicht? Und man kann jetzt nicht den Kammerjäger hinschicken, das würde nicht reichen. Was dann? Wir verbieten die Partei, fein, sie wird verboten. Das dauert 3 bis 5 Jahre und am Ende könnte ein Verbot stehen. Und dann, was machen wir mit den Wählern? Sperren wir sie in Lager ein? Schicken wir sie nach Kuba zu Zuckerrohrernte? Was machen wir dann? Also das sind alles, wenn Sie so wollen, wirklich hysterische Erscheinungen. Ein komischer Aktionismus, der, ich weiß nicht genau, woraus er sich speist. Aber aus nichts Gutem.
weil es sind Emotionen, wogegen es nichts zu sagen gäbe. Wenn das, wissen Sie, dass ich diese Szene in Köln sah, diese Riesendemo in Köln, wo ich zufällig aufgewachsen bin, da dachte ich, ist schon wieder Rosenmontag? Nein, das war nicht Rosenmontag, das war Anti-AfD. Und ich meine noch einmal, verboten ist prima, verboten ist eine feine Idee. Aber dass das ausgerechnet von den Kindern der Leute heute gefordert wird, die mit der Verbotskultur aufräumen wollten, mit uns alten Sekten, 68-Jährigen, wir haben wirklich die Kinder bekommen, die wir verdienen. Henrik Ambroda, unser Weltkolumnist, deutliche Worte. Und wir sehen mal, wie es mit der AfD weitergeht und vor allem, wie die etablierten Parteien dieses Problem in den Griff bekommen. Danke für das Gespräch. Das ist, glaube ich, das Problem. Vielen Dank.